Guten Tag， 大家好，欢迎大家走进走遍德国德语课堂。Guten Tag, meine lieben Studenten, herzlich willkommen. Unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，欢迎大家又回到我们的德语课堂，我是你们的舒老师。在上节课上，我们主要了解了在这一单元会出现的重点人物，并且学习了这一部分学习内容的基本词汇。此外，我们还学习了和方位、方向有关的副词。那么在今天的这节课上，我们将通过两篇听力课文来了解波登湖畔的一家家庭旅社，并且通过练习来复习这些方位和方向的副词。最后，我们还将学习下一部分学习内容的基本词汇。那让我们赶紧开始今天的学习内容吧。好，首先让我们通过一个听力练习来了解一下由 Grübel 女士经营的这家家庭旅社吧。Öffnen Sie bitte das Buch auf Seite 142. Übung 1. Ein Interview. Wir hören ein Interview mit Frau Grübel. Sie hören das Interview zweimal. Entscheiden Sie, ob die Aussagen 1 bis 10 richtig oder falsch sind.同学们将会听到一个电台的记者采访 Grübel 女士的访问，请同学们根据听到的访问内容判断下列句子的对错。Eine Familienpension. 1. Ein Interview. Sie hören nun ein Gespräch. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch zweimal.Entscheiden Sie, ob die Aussagen 1 bis 10 richtig oder falsch sind. Die Festspiele haben begonnen. Seit 4 Tagen ist Bregenz wieder voller interessierter Gäste, die in diesen Sommertagen am Bodensee sowohl Kultur als auch Natur erleben möchten. Bei uns im Studio möchte ich nun Frau Göbel begrüßen, die seit...Haben Sie das Interview ungefähr verstanden? 不知道大家有没有听懂这个访问的大概含义呢？ Lesen Sie zusammen das Interview. 让我们一起来看一下这个访谈的原文。第一道题目说的是 Die Bregenzer Festspiele haben vor 4 Tagen begonnen. 同学们应该可以判断出这里的 vor 4 Tagen 应该是关键信息，也就是这里的文艺节活动在4天前就开幕了。这个信息是由采访者，也就是电台的主持人给出的。他说 Die Festspiele haben begonnen， 这个可以说是信号词，我们的文艺节日已经开幕了。 Seit vier Tagen ist der Bregenz wieder voller interessierter Gäste, die in diesen Sommertagen am Bodensee sowohl Kultur als auch Natur erleben möchten. 四天以来，Bregenz 到处都挤满了有兴趣在这个夏天体验波登湖畔文化和自然风光的游客们。这里提到了四天，可见文艺节活动开幕四天了，因为一般节日开始之后游客才会增多。Bei uns im Studio möchte ich nun Frau Grübel begrüßen, die seit mehr als 20 Jahren, seit 24 um genau zu sein, in Bregenz eine Familienpension führt.让我们欢迎来到我们录音室的 Grübel 女士。Grübel 女士在 Bregenz 经营一家家庭旅社已经超过20年，不，精确的讲是已经24年了。所以第二个句子是对的。Frau Grübel leitet seit 24 Jahren eine Familienpension. Grübel 女士经营这家家庭旅社已经24年了。这里的 leiten 就相当于我们听力课文里出现的 führen， 都有管理、经营的意思。比如领导也可以叫做 their leiter。 然后在和 Grübel 女士打过招呼之后，电台主持人就开始了她的访问。 Haben Sie noch Zimmer frei? 你还有空的房间吗？ Nein, wir sind schon längst völlig ausgebucht. 没有了，我们早就全部订光了房间。 Für die Festspielzeit etwas zu bekommen, das ist so schon schwer.Da müssen Sie mindestens ein halbes Jahr vorher reservieren, sonst kriegen Sie nichts mehr. 在文艺节期间想要订到房间其实是很难的，你至少提前半年以上预订。Mindestens ein halbes Jahr vorher, 至少提前半年，不然你就什么都找不到了。
Unsere Zimmer sind schon seit 6 Monaten weg. 我们的房间订光已经是6个月的事情了。那么这里强调了 ein halbes Jahr, 强调了 6 Monate, 所以第三句话肯定也是对的。Die Pension ist schon seit einem halben Jahr ausgebucht. 订光已经是半年前的事情了。主持人对这个提前量感到非常的惊讶。他说 So lange schon? 要提早这么早啊。Ja, wissen Sie, wir haben viele Stammgäste. Die kommen jedes Jahr zu den Festspielen. 是的，您知道的，我们有很多老客人，他们每年都来参加文艺节的活动。Die buchen schon immer gleich für das nächste Jahr. 他们每次来都把明年的房间给定了。Wir sind ja eine kleine Pension, 12 Zimmer, die sind schnell weg. 我们这么小的一家家庭旅社，就12间房间，很快就预定一空了。那让我们来看看第四个句子。Für nächstes Jahr gibt es nur noch 12 freie Zimmer. 对于明年来说，只剩12间空房间了。这句话给人的感觉是 Diese kleine Pension hat mehr Zimmer. 这个家庭旅社有更多的房间，订到现在只剩12间。而事实是 Diese Pension hat nur 12 Zimmer. 这家家庭旅馆就只有12间房间。而且很多客人来的时候已经把明年的房间订掉了，所以这句话是错误的。Das heißt dann aber auch, dass Ihre Gäste sehr zufrieden sind.这说明您的客人对您的家庭旅社非常满意。Ja, doch. 对的。Die fühlen sich schon sehr wohl bei uns. 在我们这儿他们觉得很舒服。Sich wohl fühlen, 感觉很好。Wir sind halt eine Familienpension, da geht es nicht so anonym zu. 因为我们只是家庭旅社，不会让人觉得很陌生。Anonym, 原意是指匿名的。那么 es geht nicht so anonym zu,意思也就是住在我们这样的家庭旅馆不会像住在大酒店，彼此都不认识，彼此都没有交集，不会显得那么的陌生。Ein paar kommen, wie gesagt, schon seit Jahren. Und wenn die mal einen Sonderwunsch haben oder irgendein Problem, da helfen wir dann gern weiter. Das ist doch selbstverständlich. 就像我们前面说的，有些人已经是我们多年的老主顾了。所以当他们有什么特殊的愿望或者碰到什么麻烦的时候，我们当然非常乐于帮助他们，这是理所当然的事情。Letztes Jahr zum Beispiel hat der Herr Scholz seinen Anzug vergessen und da hat mein Mann ihm dann den seinen geliehen. 比如说吧，去年 Scholz 先生忘记带他的西装了，我丈夫就把他的借给了他。所以第五个句子应该是对的。Die Gäste schätzen die familiäre Atmosphäre.客人们非常珍视这里家庭般的气氛。Die Gäste sind mit dieser Pension zufrieden und kommen jedes Jahr hierher. 客人们正是对这个家庭旅社感到满意，所以才会每年再来到这里吧。主持人又问道 So eine Familienpension, das ist dann sicher aber auch eine Menge Arbeit. Eine Menge Arbeit bedeutet viel Arbeit. 像经营这样一家家庭旅社，一定有很多的工作吧。Tja, da sagen Sie was. 您说对了。Also ich habe jetzt schon einen 16-Stunden-Tag. 我现在一天已经得工作16个小时了。Then it reicht. 如果工作16个小时能把事都做完的话。Reichen, 不及物动词解释为足够。Wir sind gerade am Umräumen. Zwei Zimmer müssen noch hergerichtet werden. Dann natürlich die Gas...Ständig geht das Telefon und die Küche. Wir haben ja schon um 6 Frühstück. Das muss auch vorbereitet werden. Nicht zu reden von den Problemen, die sonst noch so auftauchen. 这个句子很长。Wir sind gerade am Umräumen. 意思是我们现在正在整修，重新布置房间。有两个房间呢，必须重新布置或者重新装修一下。除了房间要管理，还有办公室的工作要做，税收、账单，还有电话响个不停，还有厨房。我们呢，早上就有早饭，因此早饭也是要提早准备好的，更不要提其他那些可能出现的问题了。这段回答让我们知道 Gruber 女士眼下的工作非常的繁重，那她是不是忙了16天呢？课文里虽然出现了16这个数字，但他讲的是 16-Stunden-Tag, 也就是一天要工作16个小时，因此第六个句子是错的。
Seit 16 Tagen hat Frau Gruber sehr viel zu tun. 16天以来 ,Gruber 女士非常的忙碌,有很多事要做。这句话是不对的。Haben Sie denn keine Angestellten? 那么主持人又问道,您就没有员工吗?因为是家庭旅社嘛。Angestellte, 被雇用的职员,也就是员工。Ja, doch, 有的。Ein Koch und ein Aushilfe jetzt für die feste Spielzeit. 厨师不是我们自己家人，厨师是请的。另外，对于眼下这个节日期间呢，我们也请了一个外来的帮手，也就请了一个临时工。Aber die meiste Arbeit, die machen schon mein Mann und ich. 不过大多数工作是我的丈夫和我完成的。Und meine Tochter, ja, die ist Zahnarzthelferin hier in einer Praxis um die Ecke, aber sie kommt oft mal nach der Arbeit und hilft.Wenn es nötig ist. 当然还有我女儿。我女儿呢就在那个街角那边的诊所里做的是牙医的助手。不过她下班之后回到家里如果需要的话她还是愿意帮我们忙的。Aber mehr Personal, das können wir uns nicht leisten. 但是再请更多的帮手我们负担不起了。这里有一个很重要的词组叫 sich etwas nicht leisten können.Sich etwas nicht leisten können, 意思解释为买不起什么或者承受不起什么。听到这里我们可以判断第七个句子 In der Pension arbeiten nur Familienmitglieder, das ist falsch. 他说在家庭旅社只有家庭成员在那里工作。主持人又接着问道 Sie haben die Pension selbst aufgebaut? Aufbauen, 建造起来。Bauen 本身就有造房子的意思。Auf,向上，所以这个家庭旅社是您自己建造的吗 ？Nein, Mr. Ganz. 不，我只做了部分的修整。Also, das war so. 是这样的。Mein Vater hat das Haus gebaut, in dem die Pension untergebracht ist. 我们家庭旅社所在的这幢房子是我的父亲建造的。Wir waren eine sehr große Familie. Ich habe 11 Geschwister.当时我们是一个大家庭，我有十一个兄弟姐妹。Was? 这个主持人看来是听呆了。有十一个兄弟姐妹，也就是说 ，Ihr Vater hat 12 Kinder， 他的父亲有十二个孩子。Tja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen。是的，现在人们很难想象有这么多的孩子。这里有一个词组 ，sich etwas vorstellen， sich etwas vorstellen。想象设想 Dann haben die Großeltern noch bei uns gewohnt und ein paar Angestellte, ein Kindermatler und ein Gärtner. 当时祖父母还跟我们住在一块儿我们也请了一些人帮忙还有照看孩子的保姆以及一个园丁。Wir haben ja so einen großen Garten. 我们拥有这么大的花园。Mein Vater hatte einen kleinen Betrieb hier und war kein armer Mann.当时我的父亲经营一家公司而且还蛮有钱的。Nach dem Krieg, dann aber ging es der Firma nicht mehr so gut. Die meisten von uns Kindern waren schon ausgezogen und mein Vater hat angefangen, ein paar leer stehende Zimmer zu vermieten. 但是在战后公司的情况就不妙了。大多数的孩子都搬出去而且我的父亲也开始将一些空的房间进行出租。这里的 es geht der Firma nicht mehr so gut 的用法其实很像我们表示一个人身体情况如何的用法。如果我说我感觉蛮好的 es geht mir gut, es geht mir nicht gut, 那么公司运营情况不好我们也可以说 es geht der Firma nicht gut。原来是因为孩子都搬走了之后房间空了出来 Gruber 女士的父亲才开始出租自己家的房间。Und so hat das mit der Pension dann halt angefangen. 这样我们的家庭旅社才真正的开始了。好我们来看八九两次的答案。Achtens, Frau Gruber lebte als Kind mit über 15 Personen in einem Haus. 在儿童时代 Gruber 女士和超过15个人住在一幢房子里因为他们是个大家庭嘛。这个我们可以算得出来。Frau Gruber hat 11 Geschwister.十一个兄弟姐妹 ,und Vater, 12, 加上爸爸十二个人 ,und die Großeltern, 14, 加上祖父母是14个 ,und noch ein Gärtner, 有园丁
und Kindermatler, 加上园丁和保姆就已经16个人了。所以说 über 15当然是完全正确的。Neuntens, Frau Gröber's Vater hat die Pension gegründet. Gröber 女士的父亲建立了创立了这家家庭旅社。Gründen, 这个单词经常会跟工厂啊、公司啊连用，解释为建立。那么父亲开始出租房间，所以说父亲创立了家庭旅社，这当然也是正确的。在采访的最后，主持人想问一下 Gruber 女士这家家庭旅社的经营现状。她说 So einen Familienbetrieb, das gibt es sicherlich nicht mehr so oft. 像你们这样的家庭企业现在应该不多了吧。Doch, ein paar gibt es schon noch. 还是有一些的。Aber sie haben recht. Der Trend geht hin zu den Hotelketten. 但您说的没有错。现在的趋势呢是成为酒店连锁。Die haben einfach mehr Möglichkeiten, sind moderner ausgestattet und können auch ganz anders Werbung machen. 他们有更多的可能性，而且装潢也更加的现代。Ausstatten 其实就是有配备、设备，那么在这里指的是酒店的装修和酒店的设备，会更加的现代化，而且他们做广告的方式也完全不同。Gegen die haben die kleinen Hotels und Pensionen langfristig keine Chance.如果和他们比的话，我们这些小的家庭旅馆或者小的酒店根本是没有任何机会的。Langfristig, 就是从长久来看我们没有机会。Aber uns geht's Gott sei Dank noch sehr gut. Unsere Kundschaft ist uns bisher treu geblieben. 不过谢天谢地，要感谢上帝。我们旅社现在的情况还挺好的。因为我们的老顾客至少还留在我们身边，也就是对我们很忠诚。Treu, 忠诚，对谁忠诚，这个谁是第三格。Unsere Kundschaft ist uns bisher treu geblieben, 也就是我们的老顾客并没有转投那些连锁酒店，还是在我们这里预订。Dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft alles Gute, 那我就祝您今后的生意一切顺利。Vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind.非常感谢您来参加我们的这次节目。那最后一句话 ,Die Pension läuft nicht so gut, weil sie konkurrieren kann. Das ist natürlich falsch. 说家庭旅社运营的并不好，因为它无法与巨大的酒店连锁相抗衡。而事实上 ,Gruber 女士说的是 ,Unsere Pension geht es noch gut. 我们现在还挺好的。Ich glaube, im Vergleich zu großen Hotelketten,hat eine kleine Pension auch viele Vorteile. 舒老师觉得和大型连锁酒店相比，家庭旅社还是有其优点的。Zum Beispiel niedrige Kosten oder familiäre Atmosphäre. 像低廉的价格或者说家庭般的气氛。Das können die großen Hotels vielleicht nicht anbieten. 这些可能是大型酒店无法提供的吧。通过这个听力练习，我们了解了 Gruber 女士所开设的这家家庭旅社，它建成的原因、规模，以及它客人的构成和平时这家家庭旅社的运营情况。我们知道，在旺季 ，Gruber 女士的工作量可是非常大、非常重的呢。那大家想不想知道这家家庭旅社到底是什么样子的呢？那么接下来就让我们一起来看一幅图片。Öffnen Sie bitte das Buch auf Seite 142. Übung 2. Was kommt wohin? 什么东西要摆到哪去? Hier sehen wir ein Bild. Auf dem Bild wird die kleine Pension abgebildet. 我们看到这幅图片上就画出了家庭旅社大概的构成。Woraus besteht die Pension?那么这个家庭旅社有什么组成呢? Man kann sehen, dass die Pension ein Gebäude mit zwei Stockwerken ist. 从图上我们可以看到，这个家庭旅社是一幢两层楼的建筑物。Das Stockwerk, die Stockwerke, 指的是一般建筑物的楼层。那么这是一幢两层楼的房子，我们就可以说Das ist ein Gebäude oder das ist ein Haus mit zwei Stockwerken. Und ganz unten sieht man noch einen Keller.
那么在这幢建筑物的最底下，我们还可以看到有一个地下室 Der Keller, die Keller, 地下室。 Im Lobby sprechen zwei Personen miteinander. 在大堂，在大厅，有两个人在说话。 Im Lobby, 在大厅。 Die Frau ist Frau Göbel. 这位女士肯定是 Göbel 女士。 Aber wer ist der Mann?Und worüber sprechen die beiden? 那那位男士是谁呢？他们又在说些什么呢？ Im Lobby gibt es noch einen Fernseher, ein Fahrrad, einen Tisch und vier Stühle. 在大厅我们还可以看到有一台电视机，一辆自行车，一张桌子和椅子。Und neben dem Lobby sieht man noch eine Küche. 在大厅的旁边就是厨房了。 Und oben im ersten Stockwerk sehen wir zwei Zimmer. Die Zimmer sind noch nicht in Ordnung. 在楼上，也就是在我们这里看到的两楼，我们看到两个房间，这两个房间好像没有布置好的样子，所以说老师说 Sie sind noch nicht in Ordnung, 就是他们还没有整理好，还没有打扫布置好。我们一般说在几楼呢，用介词 in， 但是要注意楼层和我们中文的表达不一样。德语里面把一楼叫做底层 im Erdgeschoss， 那么把我们所说的二楼叫做一楼 im ersten Stockwerk。 Außen sieht man noch eine Garage, in der ein Auto parkt。 在这个旅馆的外面，我们还可以看到有一个车库，车库里停着一辆车。Zwischen der Garage und der Pension gibt es eine Terrasse. 在车库和旅社的中间还有一个平台。Auf der Terrasse kann man vielleicht Bier trinken und sich sonnen. 在这个平台上我们就可以喝喝啤酒晒晒太阳吧。Na gut, jetzt hören wir, was Frau Göbel zu Herrn Leber sagt. Und kreuzen Sie bitte die passenden Sätze an.现在就请同学们来听一听 Göbel 女士跟 Leber 先生到底说了些什么，请同学们选出正确的表达。Eine Familienpension. 2. Was kommt wohin? B. Hören Sie jetzt und korrigieren Sie Ihre Vermutungen.So, Herr Leber, dann schauen wir mal. Vielleicht fangen Sie mit der Terrasse an. Da stehen noch 5 Kästen Mineralwasser. Bringen Sie die bitte rein. Und dann kehren Sie nochmal. Da ist es noch so schmutzig draußen. Was sollen denn die Gäste denken? Dann schauen Sie bitte mal in den Keller. Da stehen noch 2 Betten. Die brauchen wir oben in den Zimmern 11 und 12. Bringen Sie die bitte rauf. Schaffen Sie das alleine? Ja, und wenn Sie oben sind, bringen Sie doch gleich den Müll raus, der noch in Zimmer 12 steht.Ach Gott, das hätte ich fast vergessen. Der Wagen muss ja noch vor 12 in die Werkstatt. Bringen Sie ihn bitte hin. Die Betten können Sie ja danach auftragen. Und wenn Sie schon im Keller sind, da müsste noch ein Tisch stehen. Der kommt rauf in den Frühstücksraum. Da brauchen wir aber auch noch eine Lampe. Ah, drüben in der Garage steht noch eine. Holen Sie die mal her. Mal sehen, ob die noch funktioniert.Was macht denn eigentlich das Fahrrad hier drin? Stellen Sie das bitte rüber in die Garage. Hier ist doch wirklich kein Platz. Der Fernseher ist übrigens kaputt. Der muss auch in die Garage. Ich bringe ihn dann nächste Woche zu meinem Bruder, der repariert ihn. Und richtig, bevor ich es vergesse, oben im Zimmer 11 liegt noch die schmutzige Bettwäsche. Bringen Sie die bitte runter in den Keller, die muss gewaschen werden. Tja, da ist viel zu tun.Ich rufe mal meinen Bruder an. Vielleicht kommt der noch her und hilft uns. Dann kann er auch gleich den Fernseher mitnehmen. Haben Sie Frau Göbel verstanden? Haben Sie die Übung richtig gemacht? 不知道同学们有没有听明白 Göbel 女士在说些什么呢？她说的那段话里有大量的表示方位和方向的副词，不知道同学们听明白没有呢？让我们一起来看一下 Göbel 女士的这段话。
So, Herr Leber, dann schauen wir mal. 好了 ,Leber 先生让我们一起来看一下吧。Vielleicht fangen Sie mit der Terrasse an. 也许您可以从外面的平台开始。Da stehen noch 5 Kästen Mineralwasser. 那里现在还放着5箱的矿泉水。Kasten, 我们说过 Kasten 是木质的或者金属制的袋箱子。那么一般从超市里拎来的一箱一箱的饮料或者啤酒我们就是用 Kasten 这个量词的。Bringen Sie die bitte rein. 这里的 rein 指的就是 herein. 请您把那五箱矿泉水搬进来拿到屋子里面来。Und dann kehren Sie nochmal, da es ist noch so schmutzig draußen. Was sollen denn die Gäste denken? 然后请您再打扫一下。您看外面多脏啊，您让客人们怎么想？ Dann schauen Sie bitte mal in den Keller. Da stehen noch 2 Betten. Die brauchen wir oben in den Zimmern 11 und 12. 然后您再看一下地下室吧。In den Keller schauen. Schauen 这个单词习惯上加的是方向，也就是您再往地下室看一眼。为什么要看一下地下室呢？因为那里还有两张床，而这两张床最后我们要放到楼上的11号房和12号房里。Bringen Sie bitte rauf. 同学们想一想，这个 rauf 是什么的简称呢？应该是 hinauf 的简称。你慢点把这两张床搬到楼上去吧，因为他们在大厅讲话，所以把床搬到楼上去是远离自己的，要用 hinauf。Schaffen Sie das alleine? 你一个人搞得定吗？Schaffen, 做到搞定。我们口语里经常会说 Ich habe das geschafft, 我做到了。Ich kann das allein schaffen, 这件事我一个人搞得定。Ja, und wenn Sie oben sind, bringen Sie doch gleich den Müll raus, der noch im Zimmer 12 steht. 可以吗？那如果您到楼上去的话，那请你马上把垃圾带到外面去。那些垃圾现在还摆在12号房里呢。这里的 raus, 同学们想一想是什么的简称呢？ hinaus, 因为我们说话的人在房间里面，所以把垃圾带出去。hinaus. Ach Gott, das hätte ich fast vergessen. 哦上帝我差一点忘记了。Der Wagen muss ja noch vor 12 Uhr in die Werkstatt. Bringen Sie ihn bitte hin. 那辆车12点之前要送去维修厂。请您把它送去吧。Bringen Sie ihn bitte hin. 这里的 hin 就是指 in die Werkstatt, 送去修理厂。Die Betten können Sie ja danach auftragen. 赶紧把车先送去，那两张床您可以等您回来之后再搬到楼上去。这里的 auftragen 就是 hinauftragen 的简称，搬到楼上去。Und wenn Sie schon im Keller sind, dann müssen noch ein Tisch stehen.您到了地下室的话，那里应该有一张桌子。这里的 müsste ein Tisch stehen 其实是用第二虚拟表示猜测的语气，也就是应该很有可能是有一张桌子摆在那儿的。Der kommt Ralf in den Frühstücks. 而这张桌子呢 ,Ralf, hin Ralf, 摆到楼上，说明这个 Frühstücksraum 就是吃早餐的餐厅，应该是在楼上的。Da brauchen wir aber auch noch eine Lampe. 那还需要一盏灯。Oh, drüben in der Garage steht noch einer. 对了，对面的车库里记得还有一盏灯。Holen Sie die mal her, mal sehen, ob die noch funktioniert. 请你把那盏灯拿过来，我们看看它是不是还能用，是不是还亮。Funktionieren.发挥功能，也就是这盏灯是不是还能发挥它的功能，还能不能用。Was macht denn eigentlich das Fahrrad hier drinnen? 自行车怎么会在房间里面？ Stellen Sie das bitte rüber in die Garage. Hier ist doch wirklich kein Platz. 请您把自行车放到对面的车库里，这里真的是没有位置了。Rüber in die Garage 其实就是 hin rüber in die Garage, 放到对面的车库里面去。一下子 Gruber 女士真的是布置了好多事情呢。还没有完。Der Fernseher ist übrigens kaputt. 对了，电视机也坏了。Übrigens, 就是我们说的顺便说一声 by the way 这种感觉。Der muss auch in die Garage.
他也得放到车库去。Ich bringe ihn dann nächste Woche zu meinem Bruder, der repariert ihn. 下周我把他送去给我的兄弟看看，他可以修电视机。Und richtig, bevor ich's vergesse, oben in Zimmer 11 liegt noch die schmutzige Bettwäsche. 对了，还好我没有忘记。楼上十一号房里还有要换洗的床上用品。Bringen Sie die bitte runter in den Keller, die muss gewaschen werden. 请您把它们送到地下室去，那些都是要洗的。Die muss gewaschen werden 是带有情态动词 müssen 的被动态。Tja, da ist viel zu tun. 哎，有好多事要做啊。Ich ruf mal meinen Bruder an, vielleicht kommt der noch her und hilft uns.我给我兄弟打个电话吧，也许他会来帮助我们的。Herkommen, 到我们这儿来。Dann kann auch gleich den Fernseher mitnehmen. 那么如果他来帮我们的话，就可以直接把电视机带走了，也不用我们送过去了。那么我们从这个对话的关系可以看出 ,Herr Leber ist bestimmt die Aushilfe. 这个 Leber 先生一定是节日期间过来帮忙的人。因为我们知道家庭旅社主要是 Gruber 女士和她先生在打理，只有在节日期间他们会请一个 Aushilfe 来帮忙。不过事情真的是非常多呢。根据听到的 Gruber 女士的这段命令，我们可以判断下面的十句话里面只有五句是正确的，分别是一、四、五、六、十。 Erstens, draußen auf der Terrasse stehen 5 Kästen Mineralwasser, bringen Sie die bitte rein.这个句子在课文里有出现，外面的平台上有五箱矿泉水，请您把它们拿进来。Viertens, der Wagen muss noch in die Werkstatt, bringen Sie ihn bitte heute noch hin. 那辆车得送去修理厂，请您今天把它送过去。Fünftens, unten im Keller steht noch ein Tisch, der kommt rauf in den Frühstücksraum. 地下室里有一张桌子，这张桌子要放到楼上的早餐餐厅去。Sechstens, drüben in der Garage steht eine Lampe, holen Sie die mal her, mal sehen, ob die noch funktioniert. 对面的车库还有一盏灯，请您把它拿到这儿来，我们看看它还能不能用。Zehntens, ich rufe meinen Bruder an, vielleicht kommt her und hilft uns. 让我来打电话给我的兄弟，也许他会来帮助我们吧。那么剩下的五句错误的错在哪里了呢？Warum sind die anderen 5 Aussagen falsch? 我们也来看一看。Zweitens, unten im Keller stehen noch 2 Betten. Die müssen raus in den Garten. 地下室里还有两张床，这两张床得放到花园里面去。把床放到花园里是要干嘛呢？这句话错的是后面半句 raus in den Garten, 这里错了，不是放到花园里面去。而是放到楼上的11、12号房里去。Drittens, in Zimmer 12 steht noch der Müll. Bringen Sie den bitte runter in die Küche. 楼上12号房还有垃圾，请您把垃圾送到厨房去。很明显，这句错在了后面 runter in die Küche. 厨房需要垃圾干嘛？难道做垃圾餐吗？这里其实他说的是 Bringen Sie den bitte raus. 请您把垃圾带出去。Siebtens, was macht denn das Fahrrad hier drinnen? Stellen Sie es bitte raus auf die Terrasse. 自行车怎么在这里？赶紧把自行车停到平台上面去。而事实上，他说的是 Stellen Sie es bitte in die Garage. 请把自行车停到车库里去。Achtens, der Fernseher hier im Frühstücksraum ist kaputt. Der muss rauf in Zimmer 11. 同样，也是后面半句错了。Der kaputte Fernseher muss auch in die Garage kommen. 那台坏的电视机也应该放到车库里，而不是放到11号房里。Neuntens, oben in Zimmer 11 liegt noch die schmutzige Bettwäsche. Bringen Sie sie bitte rüber in Zimmer 12. 怎么能把11号房脏的床上用品再送去12号房呢？正确的答案应该是 Bringen Sie sie bitte in den Keller. 应该把它们送到地下室去洗涤。通过这个听力练习，我们复习了方向、方位、副词，也对 Gruber 女士家庭旅社的大概布局有了一定的了解。那么接下去我们就要离开这家家庭旅社，去到美丽的小岛 Lindau。
那么在今天这节课的最后，让我们一起来学习本单元下一个部分，也就是美丽的小岛 Lindau 的基本词汇。Interessiert, interessiert, 感兴趣的。这个形容词是动词 interessieren 的第二分词，就相当于英语里面的 interested。Frau Schurich Fischer ist kulturell interessiert. Frau Schurich Fischer ist kulturell interessiert. Schurich Fischer 女士对文化感兴趣。那么 interessiert 这个单词，它的搭配介词是 an 后面加三格，所以 Schurich Fischer 女士对文化感兴趣，我们也可以说 Frau Schurich Fischer ist an Kultur interessiert.An Kultur interessiert. Abenteuerlustig. Abenteuerlustig. 形容词，爱冒险的。Das Abenteuer 解释为冒险、历险。后面的后缀 lustig 表示爱做前面这件事的。Abenteuerlustig, 爱冒险的。Herr Fischer ist abenteuerlustig und ein großer Naturfreund.Herr Fischer ist abenteuerlustig und ein großer Naturfreund. Fischer 先生非常的热爱冒险，而且也热爱大自然。那么同学们想一想，如果我说我是一个很爱购物的人，我们就可以说 Ich bin ein kauflustiger Mensch. Kauflustig, 对购物有兴趣的。那如果爱旅游呢？ Reiselustig. Reiselustig. 爱生活。Lebenslustig, Lebenslustig, 我们都可以在不同的词后面加上 lustig 来表示喜欢做前面这件事情的。Der Naturfreund, die Naturfreunde, Der Naturfreund, die Naturfreunde, 自然爱好者 Freund, 朋友，那么大自然的朋友就是热爱自然的人。那么同样如果说电脑爱好者，我们也可以说 Computerfreund,Computerfreund. Die Planungen. 计划规划。这个名词来自于动词 planen. Planen 和英语非常的像。往小了说就是计划。如果我说我计划今年去德国旅行。Ich plane in diesem Jahr nach Deutschland zu reisen. 那么往大了说可以说是规划。Eine Stadt planen.就是我们通常所说的城市规划，规划一个城市。所以这里的名词 planung 既可以指计划，也可以指规划。Fischers beginnen früh mit ihrer Urlaubsplanung. Fischers beginnen früh mit ihrer Urlaubsplanung. Fischer 一家人很早就开始他们的度假计划。Beginnen mit 开始做某事 mit etwas beginnen.同样另外一个开始 anfangen 也是搭配介词 mit 的 mit etwas anfangen. Die Rundfahrten 周游环行，这个单词我们其实已经学过了，我们说过 rund 有圆形的意思。Das Panorama, die Panoramen 全景。Die große Bodensee-Rundfahrt ist billiger als die Dreiländer-Panoramafahrt. Die große Bodensee-Rundfahrt ist billiger als die Dreiländer-Panoramafahrt. 这两个带引号的名词词组应该是两个旅游项目。波登湖环游要比三国全景游来得便宜。Die Königin, 女王。我们知道国王叫做 König。Der König, 那女王或者说国王的王后就是 Königin 了。In Kino läuft die linke Hand der Königin. 电影院正在播放那部电影叫做女王的左手。Laufen. 我们学过 Laufen 有跑步的意思。那么电影的上映或者播映我们也是用这个动词的。它也是不规则变化。Der Film läuft nur noch vier Tage.
这部电影只有四天的上映时间了，也就是再过四天，这部电影在影院就看不到了。Das Casino di Casinos. Das Casino di Casinos. 赌场。Das Casino liegt in the Nähe der Neuen Seebrücke. Das Casino liegt in the Nähe der Neuen Seebrücke. 那家赌场就在新桥的附近。In der Nähe, 在什么什么的附近。Ausnahmsweise, Ausnahmsweise, 副词例外的。这里有一个名词 ,die Ausnahme, die Ausnahmen, die Ausnahme, die Ausnahmen, 例外。Ausnahmsweise 是这个名词的副词例外的。Der Interregio Express kommt heute ausnahmsweise etwas später und fährt von Gleis 2 ab.Der Interregio Express kommt heute ausnahmsweise etwas später und fährt von Gleis 2 ab. 区间特快今天意外的晚点了，它将从二号站台出发。Das Gleis, die Gleise. Das Gleis, die Gleise. 轨道站台。一般我们说在几号站台用介词 auf, 比如我的火车停在了三号站台，就是 auf Gleis 3.Auf Gleis 3. Die Erfüllung. Die Erfüllung. 实现。这个名词是动词 erfüllen 的名词。动词 erfüllen 解释为实现。Ich möchte meinen Traum erfüllen. 我想实现我的梦想。那么它的名词 erfüllung 表示的也是实现的含义。Was tun Sie alles für die Erfüllung Ihrer Wünsche? Was tun Sie alles für die Erfüllung Ihrer Wünsche?想要实现您的那些愿望，您做了哪些事情呢？那么同学们记一个词组，叫 etwas geht in Erfüllung。etwas geht in Erfüllung 指的就是某事实现了，就等于 etwas wird erfüllt。etwas wird erfüllt。比如说愿望、梦想被实现了。那么这个词组的主语应该是梦想或者愿望、理想之类的词。我们看一下例句。Ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen? Ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen? 你的愿望实现了吗？那么这句话如果用动词 erfüllen 来代替的话，就应该要用被动态了。Ist dein Wunsch erfüllt worden? Ist dein Wunsch erfüllt worden? 你的愿望被实现了吗？这里的 etwas geht in Erfüllung 就是我们所说的功能动词。也就是意思都由名词 erfüllung 承担，而 erfüllung 这个名词单独不能做一个句子，所以需要找 gehen 这个动词和它搭配构成一个功能动词。Der Stress, der Stress, 压力。一般我们说 stress 表示的意思是 ich habe sehr viel Arbeit, aber ich habe wenig Zeit. 事情多，时间少，就会产生 stress。Die Woche in Lindau war der volle Stress. Die Woche in Lindau war der volle Stress. 在领导带的那个礼拜真的就是压力呀、一点都不开心。Die Ferienwohnung, die Ferienwohnungen. Die Ferienwohnung, die Ferienwohnungen. 度假的寓所，也就是这个 Wohnung 不是平时拿来住的，而只是在我们度假，在假期的时候用来作为临时住所。Die Unterkunft, die Unterkunft, die Unterkunft, die Unterkunft. 住处、住所。Papa hatte sich nicht um unsere Unterkunft gekümmert. Papa hatte sich nicht um unsere Unterkunft gekümmert. 这个句子里用了一个过去完成时，也就是在过去的那个时刻之前，就是之前爸爸都没有关心过我们在那里要住在哪里。就是没有事先安排好住所这个问题。Durchsetzen, durchsetzen, 可分动词，贯彻、实施。还有一个比较常用表示实施的动词是 durchführen, durchführen, 同样也是可分动词。例如实施计划，我们比较常用的就是 den Plan durchführen, den Plan durchführen。那么 durchsetzen 和 durchführen 相比，它暗示的是这个计划在实施的时候碰到了一些阻力或者反对的声音，
尽管这样，还是要把这个计划实施下去，所以用中文翻译成贯彻就比较的合理。Mama hat durchgesetzt, dass wir in ein Hotel gehen. Mama hat durchgesetzt, dass wir in ein Hotel gehen. 在妈妈的坚持下，我们去了酒店。可见原来的计划是要住酒店的。那比如爸爸想要省钱说，我们住招待所吧。那妈妈不愿意，坚持实行原来的计划，也就是在妈妈的坚持下，最后还是住了酒店。Logisch, 形容词，合乎逻辑的。Logisch, dass es geregnet hat. Wir waren ja in Deutschland. Logisch, dass es geregnet hat. Wir waren ja in Deutschland. 下雨不是很合乎逻辑吗？我们毕竟是在德国呀。Rumsitzen. 在口语中我们可以把 herumsitzen 简称为 rumsitzen。Herumsitzen 这个可分动词可以指围着什么围坐，也可以指无所事事的坐在那里。Leider haben wir den ganzen Tag im Hotel rumgesessen. Leider haben wir den ganzen Tag im Hotel rumgesessen. 很遗憾，我们整天都在酒店无所事事。Die Strafe, 惩罚，处罚。Ferien mit der Familie sind eine Strafe. Ferien mit der Familie sind eine Strafe. 和家人一起去度假真的是对我的惩罚呀。Ab sofort. 立即，马上。Up 这个介词表示的是强调一个起点，一般后面加的是未来的一个时间点。比如我说这个法规法则从明年1月1号起开始生效，那我们就是用 up 来表示的。那么 up sofort 就是从马上开始，也就是立即的意思。Up sofort wurde nur noch diskutiert. Up sofort wurde nur noch diskutiert.马上就进行了讨论。Der Streit, 争吵。那一般和某人吵架，我们可以说 mit jemandem Streit haben. Papa und Mama hatten die ganze Zeit Streit miteinander. Papa und Mama hatten die ganze Zeit Streit miteinander. 整个过程，爸爸妈妈就彼此吵个不停。Essen gehen, 去吃饭。Gehen 和英语里面的 go 一样，可以加一个动词原形，比如去购物 einkaufen gehen， 那么去吃饭 essen gehen， 去踢球 Fußball spielen gehen。Ich wollte wenigstens einmal gut essen gehen. Wenigstens， 副词，至少，至少我想去吃顿好的。Stattdessen, 副词，表示没有发生前面的事，而是做了后面的事情。我们知道介词 statt 有 instead of， 也就是有替代的意思。Stattdessen gab es immer Pizza. 如果我们和前面一个例句连起来看，我本来想吃顿好的，但是没吃成，取而代之的是总是吃着披萨。Etwas fällt ins Wasser. 我们知道 fallen 是掉落的意思，那么某事或者某物掉到了水里，那不就是泡汤落空无法实现的意思吗？ Die Rundfahrt ist ins Wasser gefallen. Die konnten wir uns ja nicht mehr leisten. Die Rundfahrt ist ins Wasser gefallen. Die konnten wir uns ja nicht mehr leisten.环游观光泡汤了，因为我们已经没有钱负担不起了。这里有一个非常重要的词组叫 sich etwas leisten können。注意这个词组里这四样东西 sich etwas leisten können 是一个都不能缺的，它们合在一起组合成这个词组，解释为负担得起或者花费得起，也就是买得起的意思。这里的 sich 是三格反身代词， etwas 则是你要买的东西，
所以刚刚那句句子的意思是我们不能去乘车游览了，因为我们已经负担不起这笔费用了。Wegfahren, wegfahren, 可分动词，出发，驶离。Weg 这个副词有离开的意思，那么 wegfahren 就是坐车或者开车离开。Nächstes Jahr fahre ich allein weg. Nächstes Jahr fahre ich allein weg. 明年我要一个人出去玩。Lieber größer. Lieber größer. 我们知道 Lieber größer 一般是用在信的最后，表示问候，也就是致以亲切的问候。那么在我们平时写邮件或者发送短信的时候，写 Lieber größer 有一些复杂，所以我们可以用字母LG 这个缩写来代替这个含义。Sich erkälten, sich erkälten, 真反身动词，着凉。所以这里的 sich 是一个四个反身代词，也就是要表达着凉这个含义，不能单纯的用动词 erkälten, 没有任何的意思，一定要带上反身代词 sich erkälten, 这个整体表示着凉。Sie haben sich bei einem Spaziergang im Regen erkältet. Sie haben sich bei einem Spaziergang im Regen erkältet. 他们在一次雨中散步中感冒着凉了。同学们还记得感冒着凉的名词怎么说吗？ Die Erkältung. Die Erkältung. 哎呀，我感冒了。我们可以说 Ich habe mich erkältet. 也可以说 Ich habe eine Erkältung. Ich habe eine Erkältung.还有一个反身动词 sich verspäten, sich verspäten, 这个反身动词也是一个真反身，也就是要表示迟到的含义，必须带上反身代词 sich, 也是一个四格的反身代词。Sie haben sich eine Viertelstunde verspätet und deshalb den Zug verpasst. Sie haben sich eine Viertelstunde verspätet und deshalb den Zug verpasst.他们迟到了一刻钟，因此错过了火车。Verpassen, verpassen, 及物动词，错过。Den Zug verpassen, 错过了火车。那我们可以记一个它的同义词，叫 versäumen, versäumen, 也是错过的意思。在今天的这节课上，我们首先通过两个听力练习来了解了 Gruber 女士经营的这家家庭旅馆。通过对 Gruber 女士的访问，我们了解了这家旅社建成的原因、它的规模以及它客人的构成情况。通过第二篇 Gruber 女士向她的员工布置任务的听力课文，我们了解了这座 Pansion 它的基本构造，并且也复习了方向、方位副词的使用。最后我们还学习了下一部分课文内容的基本词汇。在下节课上，我们要去到波登湖畔美丽的小岛 Vindal， 我们将通过听力练习和阅读练习来了解 Fisher 一家人在那里的度假情况，并且学习第二虚拟过去时态的表达。那我们今天的课就上到这里吧。 Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.